Wie ich groß geworden bin, hat natürlich einen sehr großen Einfluss. Und was ich jetzt mache, ich glaube, ich hatte mein ganzes Leben ein ziemlich starkes moralisches Ethos. Ich hatte immer den Drang, andere Menschen dabei zu unterstützen, ihr eigenes Potenzial zu verwirklichen. Berlin ist sehr einfach zu lieben. Es ist bunt gemischt mit Leuten aus der ganzen Welt. Es ist keine Stadt, die stagniert, sondern es bewegt sich und es verändert sich immer. Was uns bei Give Something Back to Berlin sehr wichtig ist, ist, dass man Migranten als gesellschaftliche Akteure versteht. Der Migrations- und Integrationsprozess ist in sich eine Herausforderung. Also Refugio ist eine Art Community House. Hier wohnen und arbeiten 20 Geflüchtete zusammen mit 20 Einheimischen. Also hier passiert so viele verschiedene Projekte, wo man mitmachen kann. Also in unserer Community wird LinkedIn häufig benutzt. Wenn du neu in eine Stadt ankommst, dann brauchst du jeden Kontakt, jeden Mensch, der dich in deine Karriere oder in dein Leben weiterbringen kann. Zum Beispiel mit dem nächsten Job oder dem nächsten Projekt. Überall entstehen Kontaktpunkte. Wir sind diejenigen, die diese Kontaktpunkte verbinden. Manchmal sehen wir uns in unserem Projekt fast wie eine Art Live-LinkedIn. Alles fängt immer mit einer Person an. Und durch diese Person kann ein Schneeballeffekt ausgelöst werden.